ich würde mal sagen, die Verbunderscheinung in diesem Ausprobieren, neugierig sein, sich Sachen merken, ich denke schon, dass das einzigartig ist bei Menschenaffen. Also wie groß auch immer die Ähnlichkeiten zwischen Mensch und eben Affe sein mögen, also zumindest mal bei den Menschenaffen, von 250 Primatenarten läuft nur eine zweibeinig. Und das sind wir Menschen. Das ist doch verblüffend. Ja. Wenn wir über die Entwicklung zu dem reden, was wir jetzt sind, dürfen wir nicht vergessen, dass da Funde unglaublich wichtig sind. Und ein paar von denen werden wir uns heute in der Sendung auch noch angucken. Ich möchte Ihnen jetzt einen Fund zeigen, den man hier getätigt hat in Letoli. Und zwar ist das im Norden von Tansania. Sie sehen hier den Überblick über Afrika und jetzt zoomen wir mal rein. Dort hat man versteinerte Fußabdrücke gefunden, die aus einer Zeit von vor 3,6 Millionen Jahren stammen. Und das ist letztendlich der Beweis, dass wir aufrecht gingen. So sehen diese Fußabdrücke aus. Herr Sandrock, wie menschlich waren diese Vorfahren? Die waren alles andere als menschlich. Unser großes Gehirn bilden wir erst vor knapp 2 Millionen Jahren aus. Und wir wissen heute, dass unsere Vorfahren schon vor circa 6 Millionen Jahren aufrecht gegangen sind. Das heißt, den Großteil der Zeit, die es uns und unsere Vorfahren gibt, waren wir nichts anderes als aufrechtgehende Affen. Mhm. Und ich meine, das war 1978 mit diesen Letoli-Fußspuren. Mittlerweile, überlegen Sie mal, 3,6 Millionen Jahre, heute 6 Millionen Jahre zurück, aber mit einem ganz kleinen Gehirn. Ja. Das heißt, bester Vergleich ist aufrechtgehende Affen. Das Foto, was ich Ihnen gezeigt habe, stammt übrigens aus einem Buch Lucy und ihre Kinder, stelle ich Ihnen gleich noch in meinen Wissenstipps vor. Lassen Sie uns mal nach hinten gehen. Wir haben zwei Skelette dort aufgebaut, und zwar einmal von einem Affen und von einem Menschen. Vielleicht können Sie uns da mal die Hauptpunkte nennen, die sich einfach anders entwickelt haben. Fangen wir vielleicht ganz oben an. Fangen wir oben an, ja. Auf jeden Fall unser großer Kopf mit dem großen Gehirn steht senkrecht mit der Wirbelsäule über Becken und Füßen. Das ist also ganz wichtig. Das sieht man beim Schimpanse, ist es nämlich nicht der Fall. Steht das nicht senkrecht. Mit dieser Haltung haben sich die Gelenke in Wirbelsäule und Beinen extrem vergrößert. Ein ganz großer Punkt ist, die gebogene Schimpansenwirbelsäule hat sich geändert in eine S-förmige Biegung. Mit einer Biegung nach vorne und einer Biegung nach hinten bei der Wirbelsäule. Der Fuß hat sich gewölbt, um den Körper gut vorwärts zu bewegen und das Körpergewicht abzufedern. Ja, Moment, Fuß ist ein super Stichwort. Fuß, da wollte ich Ihnen ganz gerne einen Film zeigen, und zwar auch einen kurzen Ausschnitt von Sina wieder. Wir kennen sie ja schon. Da sehen wir, dass Sina letztendlich ganz stark auf Klettern eingestellt ist. Wenn der Ausschnitt jetzt kommt er, da sehen wir es. Also sie klettert logischerweise mit Füßen und Händen, und wenn man mal die Fußzehen sich gleich anschaut, damit kann sie das Seil perfekt greifen, wie mit den Händen. Das ist ein wesentliches Affenmerkmal, oder? Ja, der Greiffuß auf jeden Fall, der Greiffuß, den wir nicht mehr haben. Ja. Aber einen Punkt möchte ich sagen, der echt wichtig ist. Wenn wir laufen mit diesem geraden Körper, wir haben nicht mehr das lange, schmale Schimpansenbecken, wir haben diesen flachen Sattel. Ja. Und unsere Oberschenkel sind so aufgebaut, dass unsere Oberschenkel x-förmig zum Knie geneigt sind. Das heißt, wenn wir laufen, haben wir ein Standbein und das Bein, das sich bewegt. Und 2/3 der Energie, die wir dazu aufwenden, kommt einfach aus der Bewegung. Nur 1/3 aus dem Stoffwechsel. Mhm. Und wir können das, weil wir dieses Knie durchdrücken können. Und ein Schimpanse kann das nicht. Ein Schimpanse kann sein Knie nicht durchdrücken. Deswegen, wenn der aufrecht läuft, müsst ihr so. Und das ist extrem, wie Sie jetzt schon spüren, extrem kraftaufwendig. Ja. Deswegen sind sie keine zweibeinigen oder Lebewesenklassen sind, sondern sogenannte Knucklewalker. Die gehen auf ihren Knöcheln. Und das ist das, was Sie aus den Filmen über Afrika kennen. Ja. Schimpanse ist ein Knucklewalker. Aber warum haben wir nun diesen Entwicklungsschritt gemacht und die Affen nicht? Das ist ein Paradoxon in der Evolution des Menschen. Denn ich finde, eine der besten Theorien, die die Zweibeinigkeit beim Menschen erklärt, wird bei Schimpansen beobachtet. Aber Zweibeinigkeit hat sich beim Schimpansen nie durchgesetzt. Ich will Ihnen noch mal kurz die älteren Theorien anreißen. Das einmal, ich kann Dinge transportieren, die Hände frei habe. Wenn ich zweibeinig gehe, kann ich mit freien Händen was transportieren. Ich kann besser jagen, wenn ich zweibeinig laufe. Ich kann besser sehen. Ich bin besseren Temperaturbedingungen ausgesetzt, weil mir die Sonne nicht auf den Rücken scheint, sondern nur noch auf die Schultern. Das sind ja alles Plus-Minus-Hypothesen, die nicht schlecht sind. Aber für mich das schlüssigste Argument für Zweibeinigkeit bei uns ist, wir gucken uns einen Schimpanse an. 80% der beobachteten Zweibeinigkeit bei Schimpansen hat mit Essen zu tun.
In 8 von 10 Fällen richten sich Schimpansen auf 2 Beine auf und greifen in Bäume oder Büsche, um sich Nahrung zu erschließen. Und jetzt denken wir mal kurz ein Stück weiter. Jetzt haben wir einen Schimpansen und uns. Und jetzt haben wir Waldflecken. Der Wald hört irgendwann auf, ein komplettes Gebiet zu bedecken, sondern wird nur noch fleckenhaft zur Verfügung stehen. Und für mich ist es jetzt als Vorfahr von uns ergonomisch ziemlich gut, wenn ich diese Lücken zwischen den Waldflecken zweibeinig zurücklege, weil das viel energetischer ist als ein vierbeiniger Gang, wie in der Schimpanse tot. Und nach hat sich das durchgesetzt. Das heißt, erst stehen, dann gehen. Das heißt, primär aufrichten, um zu fressen und dann merken, wow, das ist ja auch von der Funktionalität viel besser als der vierbeinige Gang. Und irgendwann war es soweit. Aber da waren wir schon ziemlich groß und gar nicht mehr so effig oder auch im Gesicht. Irgendwann war der Wald weg und da war die Savanne da. Aber man muss wirklich sagen, der aufrechte Gang hat sich nicht in der Savanne ausgebildet, sondern lange, lange, lange bevor. Da gab es noch komplette Waldlandschaften. Das heißt, nicht in der Savanne, sondern noch im Wald. Ja? Der Mensch als Erfolgsmodell und alles hat in Afrika ja angefangen. Wie sich Wissenschaftler die Entwicklung des Menschen heute vorstellen, schauen wir uns jetzt im Film nochmal an. Die ersten Frühmenschen waren Tiere unter Tieren, abhängig von dem, was ihnen die Natur gab. Sie mussten sich anpassen. Eine gewaltige Veränderung der Lebensbedingungen in Ostafrika war der Zündfunke für die Entwicklung der Gattung Mensch. Die Zeit vor etwa 2,5 Millionen Jahren ist eine Zeit tiefgreifender klimatischer Veränderungen. Es wird kälter und die tropische Vegetation verschwindet. Stattdessen breitet sich trockene Savannenlandschaft aus. Der erste wirkliche Mensch betritt die Bühne des Lebens. Sein Gehirn ist deutlich größer als das all seiner Vorfahren. Er ist der erste Hominide, der Steinwerkzeuge herstellt und über eine gewisse Intelligenz verfügt haben dürfte. Im Zuge von Klimaverschiebungen wanderten hier vor 2,5 Millionen Jahren Hominiden durch. Die Umwelt veränderte sich. Auf der Suche nach Nahrung zogen Tiere und Menschen weiter. Fleisch wird als Nahrung für den Menschen immer wichtiger. Sein wachsendes Gehirn braucht tierisches Eiweiß. Um es sich zu beschaffen, beginnt er Werkzeuge zu benutzen. So setzt er sich über die eigene biologische Beschränktheit hinweg und wird anpassungsfähiger als all seine Vorfahren. Wo man früher noch eine lineare Entwicklung vermutete, herrscht heute mehr Unklarheit denn je. Mit dem Homo erectus, der sich vor ungefähr 2 Millionen Jahren in Afrika durchsetzt, beginnt die Entwicklung zum Homo sapiens. Das Abenteuer der Besiedlung der Erde nimmt seinen Lauf. Vor Jahrmillionen richtet sich der Mensch auf, beginnt seine Hände zu benutzen und Werkzeuge herzustellen. Mit seinem Gehirn wächst seine Fähigkeit, sich von allen Widrigkeiten der Natur unabhängig zu machen. Zuletzt entdeckt der Mensch die Macht des Feuers für sich. Das Feuer gibt ihm die Freiheit, Afrika zu verlassen und in neue Gebiete vorzudringen. Er besiedelt nach Europa und Asien auch Australien und Amerika. Am Ende erobert er die ganze Welt. Wenn ich mir jetzt noch mal die Rekonstruktion unserer Entwicklungslinien
anschaue. Wobei man natürlich sagen muss, das ist ein Modell, das kann meinetwegen in der nächsten Woche schon wieder komplett verworfen werden, wenn es einen neuen Fund gibt. Der wirbelt möglicherweise die ganzen Theorien wieder durcheinander. Ja. Das ist also immer nur ein zeitnahes Modell. Gibt es eigentlich auch Funde, die belegen, wie sich die Affen entwickelt haben? Nicht nur die Menschen, sondern auch die Affen? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn Sie sich diesen Stammbaum angucken, sehen Sie eigentlich, dass es gar nicht viele Funde gibt. Es wird über 100 Jahre geforscht und es gibt eigentlich nicht viele Funde. Wenn man sich die Schimpansenlinie anguckt oder Gorillalinie zwischen 12 und 7 Millionen Jahren, ist das desolat. Es gibt so gut wie keine Funde von den Vorfahren vom heutigen Schimpanse oder Gorilla. Und das mag daran liegen, dass die in Waldgebieten gelebt haben, wie es manche unserer Vorfahren auch gemacht haben. Und in Waldgebieten Fossilien zu finden, ist ziemlich schlecht. Wenn man das Extrembeispiel nimmt, gehen Sie ins Kongo-Becken. Wald, tropischer Regenwald, hohe chemische Verwitterung, da sind Ihre Knochen sofort weg. Das klassische Beispiel, Bananenschale in tropischen Regenwald legen, die ist nach ein paar Stunden weg. Und Knochen werden auch schnell zersetzt.